Herzlich willkommen bei Vinari. Ich mache jetzt hier mal ein Kurzvideo vom Stand und zwar mit dem neuen Part Wärmebildvorsatzgerät FT32. Das kleine schicke Ding hier mit dem Laserentfernungsmesser. Das Problem bei dem Gerät ist ja, dass der mitgelieferte Adapter, ich sage es mal ganz, ganz vorsichtig, nicht zweckmäßig ist. Ich könnte das jetzt potenzieren, aber das lassen wir mal. Also der mitgelieferte Adapter ist nicht zu verwenden. Rosan hat, um das Problem zu lösen, für seinen MAR-Adapter hier diesen Bayonettring entwickelt, der speziell für das FT32 gedacht ist. Das ist der kleine schicke Adapter von Rosan. Hier befinden sich drei Madenschrauben. 1, 2, 3. Die zunächst wichtige ist die, wo ein weißer Punkt angebracht ist. Zweckmäßig ist es jetzt, diese kleine Madenschraube so ein ganz bisschen reinzudrehen, dass man sie mit dem Finger auf der anderen Seite spüren kann. Hier beim Part haben wir Arretierungsluken und hier so eine kleine Bohrung, in der die Madenschraube einfassen kann. Wenn ich das jetzt richtig gemacht habe, die Madenschraube leicht eingedreht habe, dann merke ich einen Widerstand und hier spüre ich, da ist das Loch, was ich suche. Und dann muss ich diese Madenschraube eindrehen. Wenn ihr das mit zu viel Kraft machen müsst oder überhaupt Kraft machen müsst, dann seid ihr nicht genau in der Bohrung. Dann seid ihr links oder rechts neben der Bohrung und dann drückt ihr die Madenschraube gegen das blanke Metall. Nicht so gut. Also, die Madenschraube muss komplett versinken. Und wenn die dann angebracht ist, also nichts mehr spürbar, nichts mehr sichtbar, dann müsst ihr das mit den übrigen Madenschrauben genauso machen. Einfach einschrauben, festziehen und dann sitzt der Adapter auch bombenfest. Fertig!